dass hier irgendwelche Probleme mit der Sprungtaste. So, jetzt sind wir auch ein bisschen geschützt. Fraps. Also müsste es Fraps sein. Sehen wir links unten immer die Duration, also die Haltbarkeit. Das ist recht praktisch. Und bei den Rüstungen sieht man immer schlecht, wenn die kaputt gehen. Das ist 10. So aus Minecraft lernt, aus Zinn und Kupfer gibt Bronze. Das hätte man nie gedacht, wenn man Minecraft nicht gespielt hätte. Also ein anderes Game hätte halt das gleiche Beispiel. Aber in Terraria gibt Kupfer und Zinn nicht Bronze. Das glaube ich gar kein Zinn, ja. Doch gibt es Zinn. Geht ja seit der nächsten Messung. Es gibt noch kein Bronze. Da gibt es Schwabbel, Salz. Was war das? Hellblaue. Das macht Lex. Ja, irgendwas mit Fraps stimmt momentan nicht. Sorry dafür. Ja, diese Unterbrechungen. Aber ja, ich muss eigentlich nur kurz die Aufnahmetaste loslassen. Also sie abschalten und wieder anschalten. Genau so. Hier gibt es kuriose Sachen. Hab ich noch nie gehört, das ist so.
Parasiterit. Ja, und er kommt noch Katastrophit und ich kenne keinen Namen mehr. It. Wie immer. Man findet immer wieder Höhlen mit noch mehr Erzen. Wieder dunkel. Ey, was ist denn los? Kann man nicht mal 5 Minuten abwarten? Also ich finde, in Minecraft geht der Tag einfach viel zu kurz. Viel, viel zu kurz. Kann ja nicht richtig alles machen. Lol. Kampf. Ja, daran hast du nicht gedacht. Und ich bekomm nicht mal Erfahrung, doch. Was ist das? Bogen. Nehmen wir Rache mit. So.
Eisenbahn ist da schlecht momentan. Ich brauche einen Jetpack. Und diese können ja richtig nervig sein. Diese Anzeigebugs. Komm, wir gehen mal ins Dorf. Schauen, wie es denen so geht. Ob sie schon vom Kriebe aufgehalten wurden. Aufgebläht. Zerstückelt in tausend Stücke. Ja. Fraps los ist. Kennt ihr diese Probleme von Fraps? Ich habe es jetzt von Ewigkeiten nicht mehr gehabt, eigentlich sollte eigentlich alles gut sein. Der neuesten Mission. Keine Ahnung, was Fraps jetzt mal wieder produziert. Einen Leak, wir haben einen Leak gefunden. Er sagt uns etwas über Minecraft 2.
schauen wir, was mit Krebs los ist, und ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dankeschön fürs Schauen.